Das war von Anfang an einfach irgendwie unangenehm. Und das war vom Orchester so gut gespielt. Die Musik war tatsächlich dann live natürlich auch noch mal um einiges lauter, als sie im Film gewesen wäre. Im ersten hast du noch ganz rote, bunte Farben irgendwie und dann wird es immer düsterer. Das waren immer super Schnittbilder und ich mochte den einfach aus filmischer Sicht. Die Kamera war super. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so schade. Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sitze ich wieder am Schreibtisch und zwar möchte ich heute mal alle Harry Potter Bücher und Filme ranken. Ich habe zwar beim letzten Mal gesagt, das werde ich wahrscheinlich nicht machen, aber so ändert man dann doch mal seine Meinung. Vorab möchte ich nur noch ein paar Dinge klären. Mir geht es hier weniger jetzt darum, die Filme einzeln und die Bücher zu bewerten und zu sagen, der ist gut und der ist schlecht und so weiter. Für mich sind sie alle Meisterwerke. Alle haben eine riesige Bedeutung für mich. Mir geht es jetzt mehr darum, einfach hier ein bisschen darüber zu reden, was sie mir einzeln so bedeuten. Da fällt es mir einfach schwer, die zu bewerten. Ich werde das natürlich jetzt hier irgendwie machen, sie in diese Kategorien reinhauen. Mir geht es mehr einfach darum, von meinen Erfahrungen zu erzählen. Wie habe ich die alle wahrgenommen? Welche Erinnerungen verknüpfe ich damit und so weiter? Vielleicht könnt ihr da ja dann irgendwie relaten, vielleicht erinnert euch das dann an eure eigenen Erfahrungen, vielleicht interessiert es euch ja, von daher, ja. Der zweite Punkt, den ich vorab klären möchte, ist, ich werde die Filme und die Bücher getrennt voneinander bewerten. Jetzt erstmal die Bücher alle und dann die Filme alle. So, und damit habe ich jetzt vorweg alles geklärt und jetzt fangen wir einfach mal an. Ich gehe die Bücher jetzt erstmal der Reihe nach durch. Ich fange hier an mit Harry Potter and the Philosopher's Stone, steht hier auf dem Cover. Ich werde jetzt wahrscheinlich immer die englischen Titel nennen, weil sie hier einfach auf Englisch stehen. Der Philosopher's Stone ist definitiv eins von den besseren. Definitiv. Ich würde es jetzt erstmal auf jeden Fall zu Ich liebe es tun, was ich vielleicht bei allen erstmal tun werde. Wobei, vielleicht auch nicht. Der erste ist für mich einfach deswegen vor allem so besonders, weil es einfach das allererste Buch ist. Wir werden nicht nur Harry, sondern auch wir betreten zum ersten Mal die magische Welt, betreten die Winkelgasse zum ersten Mal, kommen zum ersten Mal nach Hogwarts. Es ist alles noch so viel magischer als in den weiteren Büchern, wo dann eben die Magie in der Geschichte schon weitestgehend irgendwie normal ist, wie, wenn ihr versteht, was ich meine. Hier ist es noch so fantasievoll und magisch, so diese klassische Fantasy-Heldenreise von dem Jungen, der erstmal in seiner eigenen Welt ist, wo alles eigentlich mehr oder weniger scheiße ist. Und dann kommt der Ruf des Abenteuers und er stürzt sich in dieses Abenteuer rein. Und das ist so dieses Klassische und das gefällt mir einfach sehr gut. Ich glaube, da geht es sehr vielen anderen auch so. Das habe ich zumindest schon öfters gehört. So, dann nehmen wir Harry Potter and the Chamber of Secrets, die Kammer des Schreckens. Und ja, ich liebe es. Also ich weiß noch, wie ich damals meinen ersten MP3-Player hatte und da war dieses Hörbuch drauf und ich habe das rauf und runter gehört, gelesen von Rufus Beck. Ich konnte ewig lang die erste Seite davon komplett auswendig. Ich glaube, ich habe das wirklich, wenn es zu Ende war, einfach direkt wieder von vorne angefangen. Das führt einfach dazu, dass ich jetzt wirklich, wenn ich daran zurückdenke, an super viele Lebenserfahrungen aus dieser Zeit denke, an Situationen, in denen ich das gehört habe. Es hat einfach ein super schönes Gefühl einfach noch bei mir, wenn ich da eben dran denke. Der Prisoner of Azkaban kommt jetzt, der Gefangene von Azkaban. Och, scheiße, echt. Ich mache das jetzt mal direkt, dass ich hier die Kategorie, die erste mache, in Top 3. Um das mir gleich mal selber zu limitieren, wie ich das auch bei Stephen King gemacht habe, dass ich jetzt nicht einfach alle da rein tue. Dann ist es ein bisschen schwieriger, da zu ranken. So, also der Gefangene von Azkaban, ich glaube, da habe ich jetzt gerade so eine ganz, ganz besondere Bindung auch zu, weil der Film so gut ist. Also den Film werde ich definitiv ganz weit oben dann reintun, weil ich den so gut fand. Aber das sage ich später dann noch was zu. Das Buch war definitiv ein super Buch. Und ich tue es jetzt mal zu Top 3 noch, weil ich diesen Plot super finde mit Sirius Black. Das ist so die Gefahr, die Bedrohung, die plötzlich nicht mehr Voldemort selbst ist, sondern einfach nur noch ein Gefolgsmann. Und der wird so gruselig beschrieben, so, oh mein Gott, der kann sich in Nebel verwandeln oder so, wurde ja irgendwann mal gesagt. Oder das ist, als würde man Rauch fangen wollen. Und
plötzlich ist die Gefahr, dass er in Hogwarts drin ist. Das war schon super gruselig. Wenn später noch eins kommt, wo ich das Bedürfnis habe, das muss zu Top 3, dann muss ich es halt nochmal raustun. So, dann kommt der Goblet of Fire und da geht es mir wie vielen anderen auch, dass ich, naja, dass ich das nicht ganz so gut fand, schon wie die anderen. Es ist immer noch ein super Buch, einfach weil es auch zum ersten Mal so eine düstere Stimmung hat. Im Film ging das da tatsächlich auch schon beim dritten los. Aber hier ist es dann auch so richtig schon im Buch. Das, da kommen zum ersten Mal die Todesser bei der Weltmeisterschaft und das war eine super düstere Stimmung und ich weiß noch, wie ich wirklich so ein richtiges Herzklopfen immer hatte und ich war so gehypt, wo, oh mein Gott, das Buch fängt einfach an und Voldemort taucht auf und das kannte man noch gar nicht. Es fing immer mit Harry und den Dursleys an und vielleicht kam am Ende mal so ein bisschen Voldemort vor und das fing einfach an, da Voldemort in diesem Haus und das war eine super mysteriöse Szene und das hat mich richtig gehypt, wie ich es zum ersten Mal gelesen habe. Es hat mir gut gefallen, das Trimagische Turnier hat immer so ein bisschen, das hat irgendwie so, es ist nicht so spannend an sich, es ist nicht so was Besonderes, dass das vorkam. Es wirkt so ein bisschen konstruiert. Ich mag das immer nicht, wenn Leute bei Geschichten sagen, das wirkt zu konstruiert, weil ich mir immer denke, ja klar, es ist konstruiert, das ist ja auch nur eine Geschichte. Aber hier kann man es tatsächlich sagen, ich meine, es lief alles nur darauf hinaus, dass halt Moody sein Ding durchziehen kann, beziehungsweise ein Fake Moody. Und eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, dass das so durchgeführt wurde, weil klar, es ist super gefährlich, aber es ist natürlich kein Maßstab in Hogwarts, da ist alles super gefährlich, aber trotzdem war es eigentlich super unlogisch. Dann nehme ich den Order of the Phoenix und ja, der kommt direkt weiter noch drunter, kann man gut lesen, in dem Fall jetzt eben lesen, weil er einfach so frustrierend teilweise war. Also es ist ein super wichtiges Buch, super gutes Buch, aber es macht an super vielen Stellen einfach nicht so viel Spaß, das zu lesen, weil man einfach nur das Buch an die Wand klatschen wollte, wenn Umbridge vorkam oder wenn Harry wieder ausgerastet ist. Ich bin jetzt keiner, der den Angst, die Harry in Order of the Phoenix super krass hatet, weil man ihn schon in vielen Situationen einfach nachvollziehen kann und er ist nun mal einfach jetzt in dem Alter ein Teenager. Aber es nervt dann schon häufig und man denkt sich dann schon irgendwie immer wieder, oh Gott, Harry, kannst du dir nicht bitte einfach auf die Zunge beißen und das jetzt nicht sagen? Ist ja klar, dass du wieder nachsitzen musst und also es ist super frustrierend und dann gerade wenn er dann den Quidditch-Bann kriegt, ist es jetzt nicht einer von den besseren. Ich werde ihm vielleicht sogar, aber ja, ich mache es glaube ich sogar eine Kategorie runter, wenn ich es mache, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Dann der Half-Blood Prince und der hat nochmal was Besonderes für mich. Das ist definitiv auch ein super, super Buch. Nee, in die Top 3 schafft das nicht rein. Also er wird es vielleicht in die Top 3 reinschaffen, wenn nicht die ersten drei Bücher jetzt da schon drin wären und die möchte ich dann nicht raustun. Also gegen die kommt er nicht an. Es ist schon eigentlich erstaunlich, also die ersten drei sind wirklich die Top 3. So, der Half-Blood Prince ist nichtsdestotrotz ein super Buch, es hat mir super gut gefallen. Mir hat die Liebe, da haben die Liebesgeschichten damals so gut gefallen. Ich weiß noch, die haben mich emotional sehr, sehr begeistert und natürlich auch die Geschichte von Lord Voldemort. Ich war so, Voldemort ist so dieses absolute Evil und der war schon immer so, wie man ihn eben kennengelernt hat am Anfang. Und deswegen fand ich es super faszinierend, den so als jungen Menschen kennenzulernen. Auch wenn ich tatsächlich schon von Anfang an immer war, ach so, ja gut, der war einfach schon von Anfang an einfach nur böse. Ja, gut, naja, aber trotzdem faszinierend und ich muss immer nur an die Szene denken im Buch, im Hörbuch, ich habe das Hörbuch so viel gehört auch, wo Ron irgendwie am Anfang von einem Kapitel irgendwie sagt, oh, gruselig irgendwie, Voldemort sich als kleinen Jungen vorzustellen, sagte Ron oder so und das konnte ich einfach super relaten, so das war eigentlich super faszinierend und wie gesagt, die Liebesgeschichten mochte ich auch irgendwie, dass die jetzt dazu kamen, ich fand Joe in Teil 5 einfach mochte ich nicht so diese Geschichte. Man hat von Anfang an einfach irgendwie unangenehm, weil man irgendwie sich gedacht hat, eigentlich macht es gar keinen Sinn so richtig. Und also irgendwie macht es schon Sinn, aber
Also es macht Sinn, dass das passiert ist, tatsächlich schon irgendwie, kann ich schon nachvollziehen. Aber es macht nicht so viel, es macht schon Sinn, dass das nicht geklappt hat mit den beiden. Und deswegen fand ich die Geschichte, die Liebesgeschichte mit Joe und mit Ginny und Harry immer viel schöner. Und auch dieses ganze Drama mit Ron und Hermine, es hat mich schon immer emotional sehr mitgenommen auch, und dass die sich eigentlich schon von Anfang an gefühlt waren die füreinander und mochten einander irgendwie mehr als jetzt nur Freunde, aber beide haben sie es nicht gecheckt, dass das auch dem anderen so geht, und deswegen wollten sie sich gegenseitig eifersüchtig machen, wie das Teenager halt so machen, und irgendwie mochte ich die Geschichte einfach. Und dann kam noch das mit dem mysteriösen jungen Lord Voldemort dazu. Ist definitiv ein super Buch. So. Dann kommt Deathly Hallows. Und ja, ist ein super Buch. ja, jetzt schaut das tatsächlich so aus mit den Büchern. Der siebte ist definitiv gut, weil der mich dann als kleinen Jungen auch super fasziniert hat. Oh mein Gott, jetzt wird's richtig krass, diese Geschichte. Jetzt spitzt sich's richtig zu. Voldemort ist jetzt irgendwie überall gegenwärtig, und jetzt gehen sie nicht mal mehr nach Hogwarts zurück, jetzt sind sie ständig auf der Flucht, und das war schon irgendwie faszinierend für mich auch, dass das einfach diese klassische Geschichte, die nur so eine Kindergeschichte war, dass die jetzt plötzlich keine Kindergeschichte mehr ist. Also war sie irgendwie auch davor schon nicht mehr so richtig, aber jetzt ging es halt so richtig zur Sache. Sie sind nicht mal mehr in der Schule, und das war für mich so der Punkt, so wow, krass. Und so der ganze Plot war plötzlich über den Haufen geworfen. Davor war die Story immer klar definiert, also das geht bei den Dursleys los, dann kommt Harry auf irgendeine Weise erstmal in Fuchsbau oder nach Hogwarts direkt, und dann sind sie halt in Hogwarts, und am Ende ist das Schuljahr vorbei und er fährt wieder zu den Dursleys, und hier war das zum ersten Mal ganz anders, und das ist einfach von der Story her dieses große Finale. Ich finde, J.K. Rowling hat mit dem Ende von Harry Potter ein unfassbar gutes Ende von einer Geschichte hingekriegt. So, es war einfach nur zufriedenstellend. Und ich muss auch sagen, beim siebten Teil, der hat auch was ganz Besonderes für mich, weil ich den lange noch nicht lesen durfte. Ich war so eben im sechsten vorbei, und dann wollte ich den siebten lesen und durfte irgendwie noch nicht. Und dann hat es irgendwann geheißen, so, ach, jetzt lesen wir den halt auch mal. Und deswegen hatte der noch so was Mysteriöses für mich, weil ich den so lange noch nicht lesen durfte. Also glaube ich auch, vielleicht war es gar nicht so lang, aber ich wollte unbedingt, und dann war es gar nicht so lang letztendlich. Natürlich sind die Bücher besser als die Filme, das ist klar, einfach weil sie die wahre Geschichte sind. Auf der anderen Seite fällt es mir total schwer, die miteinander zu vergleichen, weil es einfach zwei unterschiedliche Medien sind. Die Filme haben an sich gar nicht den Anspruch, so ausführlich zu sein wie die Bücher, also laut meiner Ansicht zumindest, einfach weil sie natürlich sozusagen nur eine Zusammenfassung der Bücher sein können. Trotzdem sind die Filme für mich auch Meisterwerke, definitiv. Ich tue sie trotzdem hier quasi in die gleiche Tabelle rein, das werdet ihr ja gleich sehen. Aber ihr müsst es einfach beachten, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch und einen Film bei Ich liebe es habe, in der gleichen Kategorie, dass ihr dann einfach beachtet, dass man die schlecht vergleichen kann miteinander, finde ich. So, wir fangen mit dem Philosopher's Stone an wieder. Und der ist definitiv. Ja, also ich mache jetzt wieder eine eigene Top 3 auch wieder für die Filme. Also, ich habe ja schon gesagt, dass ich die ein bisschen unabhängig von den Büchern jetzt betrachten möchte im Grunde. Und ich hoffe nur, dass jetzt nicht die Filmeinsortierung genauso sein wird wie bei den Büchern. Aber der erste ist definitiv einer von den besten. Das ist sogar in der Top 3 wird es der beste sein. Auch aus ähnlichen Gründen wie beim Buch, dass es einfach der Anfang ist. Alles ist noch so magisch und diese klassische Fantasy-Geschichte einfach. Da mag ich jetzt nicht viel zu sagen. Es gilt einfach bei den Filmen immer wieder zu sagen, ja, es ist sehr vieles weggelassen in den Filmen, oder es ist schade auf den ersten Blick. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so schade, weil man will ja auch vielleicht nicht unbedingt diese Filme ganz genauso haben wie im Buch, weil dann könnte man sich ja auch gleich sparen irgendwie. Das ist dann so, ja, sie sind eine super Zusammenfassung, die Filme. Ich mache nicht umsonst einmal im Jahr einen Harry Potter Marathon mit Freunden, wo ich wirklich 21,5 Stunden, glaube ich, gehen die dann immer so diese Filme alle hintereinander schaue. Die Filme sind super. Und der erste ist definitiv einer von den besten. Und wo ist jetzt die Kammer des Schreckens? Hier. Und die ist schon ganz klar irgendwie nicht mehr bei den. Oh Mann, das ist so schwer, Leute. Also, vielleicht ist sie doch auch bei den Top 3, vielleicht aber auch nicht.
Es kommt jetzt drauf an, was noch anderes dazu kommt, weil ich nämlich definitiv auch noch den Gefangenen von Azkaban auch in die Top 3 tun würde. Und zwar jetzt wirklich hier hat das wenig mit der Geschichte zu tun, definitiv auch. Aber warum ich den Film noch außerdem so gut finde, ist einfach aus filmischer Sicht. Ich glaube, der hatte da zum ersten Mal noch einen anderen Regisseur, irgendwas Alfonso Cuarón oder so. Und der hat zum ersten Mal darauf geachtet, dass die Schauspieler nicht die ganze Zeit ihre Schulgarderobe anhaben, sondern individuelle Klamotten anhaben, um die Charaktere mehr rausstechen zu lassen, wie zum Beispiel, dass Ron dann halt seine zerfledderten, alten, abgenutzten Sachen irgendwie anhat, solche Sachen. Da hat er zum ersten Mal drauf geachtet und vor allem, dass Harry verstrubbelte Haare hat und das fällt einem definitiv auch auf, weil das ja im Buch immer so beschrieben wird und in den ersten beiden Filmen gar nicht war. Das hat mir schon gut gefallen, aber auch viele filmische Stilmittel sind mir einfach zum ersten Mal hier aufgefallen, dass zum Beispiel der Übergang von den Jahreszeiten waren super schöne Schnittbilder, irgendwie, wenn man dann mal die peitschende Weide gesehen hat, wie sie sich einmal geschüttelt hat und dann fliegt der Schnee in alle Richtungen und tropft an der Kameralinse irgendwie ab. Das waren immer super Schnittbilder und ich mochte den einfach aus filmischer Sicht, die Kamera war super und auch die Musik tatsächlich. Der Gefangene von Azkaban ist tatsächlich auch der, den ich mal im Konzert gesehen habe. Da gibt es ja diese Reihe, das gibt es nicht nur von Harry Potter, wo dann Filme im großen Konzertsaal gezeigt werden und dann sieht man eben auf großer Leinwand den Film und die Musik wird einfach live von einem riesen, riesen, riesen Orchester gespielt. Und wow, ich hätte nie gedacht, dass das so krass faszinierend sein würde. Also ich habe das tatsächlich einmal mitgemacht und das war genau der Gefangene von Azkaban. Und Alter, es war so, du hast bei jedem Musikstück Gänsehaut gekriegt. Ich weiß noch, wie die Szene im dritten Teil dann eben kam, wo Tante Magda aus dem Fenster fliegt und dann ist sie aufgeblasen und fliegt in den Himmel davon. Und da war gerade so eine, vielleicht könnt ihr euch die Musik dazu vorstellen. Das war so eine richtig aufregende, laute, schnelle Musik und das war vom Orchester so gut gespielt. Die Musik war tatsächlich dann live natürlich auch noch mal um einiges lauter, als sie im Film gewesen wäre. Und als dann dieser letzte Tusch gefühlt kam, so tschamm, und dann war das Konzert still und Tante Magda fliegt da in die Gegend und dann 2000 Leute waren, glaube ich, in diesem Riesensaal und alle sind in Jubel ausgebrochen. So, das war so voll die Gänsehautstimmung und die Musik hat da super viel beigetragen zu. Und das hätte ich nie gedacht, dass das so einen Unterschied machen könnte, wenn man die Musik wirklich live hört von einem Riesenorchester. Super Erfahrung und ich mag die Musik einfach. Also von daher war es richtig gut, dass ich genau diesen Film in diesem Konzert gesehen habe. Und deswegen ist der Film einfach auf der Top 3 bei mir. Und weil er einfach nochmal diese düstere Stimmung hat, ich kann von dem gar nicht genug schwärmen. Eigentlich ist es sonnenklar, dass das der beste Film von allen ist. Vielleicht ist er sogar innerhalb der Top 3 noch vor dem Philosopher's Stone. Ja, also tatsächlich schon, weil der Philosopher's Stone ist von der Story her allein schon nur gut und der Gefangene von Azkaban ist auch noch filmmäßig so was Besonderes. Wisst ihr, wie ich meine? Der Feuerkelch jetzt, der ist wahrscheinlich so hier. Kann man gut anschauen, aber hat auch nicht wirklich was Besonderes. Der hat auch nochmal ein ganz anderes Feeling, ein ganz anderes Flair, aber er ist jetzt nicht bei Gibt Bessere. Das muss ich jetzt schauen, wie sich es noch vielleicht entwickelt. Vielleicht rutscht er auch nochmal weiter runter quasi. Aber er ist jetzt nicht von Haus aus dort, weil er doch einfach auch noch diese Story vom Buch hat. Und die ist ja an sich auch, die gefällt mir an sich auch gut. So dieses, das jetzt wirklich düster wird und jetzt. Da gab es schon einige schöne filmische Kamerafahrten irgendwie auch und die Musik war schon auch gut. Die Szene, wie Harry mit dem toten Cedric wieder zurück nach Hogwarts quasi kam, war auch richtig gut gemacht, wie er ankommt. Du siehst diesen Harry, wie er den toten Cedric packt und nur über ihm hängt und am Heulen ist, weil er einfach gerade gesehen hat, wie ein Mensch wegen ihm sozusagen gestorben ist. Und die Musik von der Kapelle im Hintergrund spielt noch fröhlich weiter, weil die Leute das noch gar nicht gecheckt haben. Dann fangen die Leute an, plötzlich das zu begreifen. Die sehen plötzlich, oh mein Gott, da stimmt irgendwas nicht. Alter, was stimmt mit Cedric nicht? Ist er etwa tot oder was? Und dann wirkt es so diese Kapelle ab. Diese Nachricht sickert durch, da ist ein Junge gestorben und die Kapelle wird abgewürgt und Gänsehaut, ey, schon vom Erzählen jetzt. Also deswegen ist der Film schon einfach gut und diese Szene am Schluss mit Voldemort, wie er zurückkommt, richtig, richtig gut gemacht.
Vielleicht kommt es auch doch zu Superfilmen. Ach, ich weiß es nicht. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall der Order of the Phoenix. Und ah, jetzt wird es schwierig, weil tatsächlich habe ich zudem die wenigste Bindung einfach. Ich finde ihn definitiv deutlich weniger frustrierend als das Buch, weil sehr viele sehr frustrierende Szenen aus dem Buch im Film einfach nicht vorkamen. Zum Beispiel der Quidditch-Bann wurde halt im Buch, im Film einfach nicht rübergebracht. Und das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm, weil das schon super frustrierend im Buch war. Und deswegen ist quasi ab dem Moment, wo die DA gegründet wird, irgendwie geht es im Film einfach sehr schnell sehr bergauf. Und das ist im Buch nicht so gewesen. Problem jetzt beim Film ist auch noch, dass ich den sehr lange nicht mehr sehr intensiv gesehen habe. Ich habe in den letzten 5 Jahren, glaube ich, alle Harry Potter-Filme nur noch einmal im Jahr gesehen. Bei diesem Harry Potter-Marathon nie zwischendurch mal. Das war immer dieses große Event, einmal alle am Stück und sonst nicht. Und da war immer der fünfte zu einem Zeitpunkt, wo ich schlafen musste. Also vielleicht liegt es am Film, vielleicht daran, dass der immer dann so um 4 Uhr morgens anfing und das war dann so der Zeitpunkt, wo man wirklich nicht mehr wach bleiben konnte. Und deswegen habe ich da immer so, jedes Mal, es war immer der fünfte. Ich habe immer den fünften verpennt, wirklich. Und deswegen ist der so, dieses Jahr habe ich schon beim Marathon quasi, war ich mal tatsächlich wach bei dem Teil und hatte da so gemerkt, dass ich da eine wirklich sehr schwache Bindung nur zu dem habe. Deswegen tue ich ihn zu, kann man gut anschauen. So, der Half-Blood Prince. Ich hoffe gerade so sehr, dass mein Akku von der Kamera noch durchhält. Der blinkt schon rot. Also Half-Blood Prince, ganz kurz zu Top 3. Einfach auch wieder aus filmischer Sicht von den filmischen Stilmitteln. Ich mag die Farben. Also das fällt bestimmt auch einigen anderen Leuten auf, dass ja die Farben innerhalb der ganzen Filme immer düsterer werden. Im ersten hast du noch ganz rote, bunte Farben irgendwie und dann wird es immer düsterer. Und davon ist dann tatsächlich der Sechser nochmal so ein bisschen eine Ausnahme. Der wird nicht einfach nur düster. Vielleicht ist euch das mal aufgefallen. Der hat so Sepia-Farben, sowas Altmodisches ein bisschen. Und das passt irgendwie ganz gut dazu, dass die ja in diesem Film sehr viel in der Vergangenheit stöbern. Wobei dann die Vergangenheitsszenen mit Voldemort alle so ein grünliches Licht haben mit Tom Riddle. Und das passt ja auch wieder, weil es ja der junge Voldemort ist, der Slytherin, da passen die Farben grün wieder. Und das finde ich super interessant. Und so in der Jugend, in meiner Jugend hat mich der Film auch wieder emotional sehr gefesselt mit der ganzen Liebesgeschichte. Also ich glaube, das ist so einfach in meiner Jugend gewesen. Mittlerweile, wenn ich da halt so, wenn ich so zurückdenke, aber immer noch, ich finde die Szenen, es gibt so viel traurige und sehr viel schöne Szenen, was die Liebe da angeht. Ich muss nur an die Szene denken, wie die da auf der Feier sind nach dem Quidditch-Spiel und alle sind voll aus dem Häuschen, weil Ron so abgezogen hat und dann kommt Lavender und Ron und Lavender küssen sich und dann haut Hermine ab und Harry geht ihr hinterher und dann sind sie einfach nur so Best Friend und das war einfach so, so schön und es war dann dieser Moment, wo Hermine sagt, was ist das für ein Gefühl, wenn du Dean mit Ginny siehst und er so, oh fuck, sie weiß das und sie so, ich weiß es und man hat einfach nur in diesem Moment bestätigt gefühlt. Zwischen denen gibt es und gab es nie irgendwas Romantisches. Sie sind einfach nur beste Freunde. Und es tut mir gerade leid, wenn ich so kitschig gerade bin, aber das ist mir einfach immer sehr nahe gegangen und das fand ich immer super schön. Und wie gesagt, die Liebesgeschichte zwischen Harry und Ginny fand ich auch immer super. Ich bin keiner, der jemals gesagt hat, Harry und Hermine würden besser zusammenpassen als Ron, weil das stimmt einfach nicht, finde ich. Es war von Anfang an super klar, dass Harry und Hermine einfach nur beste Freunde sind und zwischen Ron und Hermine war schon immer so dieses Ding, auch wenn Hermine so die Schlaue ist und Ron wird häufig so ein bisschen trottelmäßig dargestellt, hat es irgendwie so für mich schon immer so dargestellt worden, dass Ron und Hermine einfach zusammenpassen. Man sagt ja auch oft, Gegensätze ziehen sich an und ich finde, es passt einfach gut zusammen, muss ich einfach sagen. Ja, dann Deathly Hallows 1 gibt bessere. Muss ich jetzt ganz klar einfach sagen, weil der war für mich so ein Übergangsteil. Also irgendwie, ja, ich schwank so ein bisschen zwischen kann man gut anschauen und gibt bessere. Es ist tatsächlich schwer zu sagen, weil er wird auch zu kann man gut anschauen passen und trotzdem kann man sagen, es gibt bessere. Ist ja klar, irgendwie, eigentlich ist die Kategorie ein bisschen doof mit dem gibt bessere.
Naja, für mich ist es der langweiligste, weil es ist halt für mich dann doch ein bisschen gezogen. Also irgendwie hätte man schon vieles weglassen können. Ich finde nicht, dass es für diese Story, die da jetzt erzählt wird aus dem siebten Buch, dass das einen eigenen Film gebraucht hätte. Und dann ist er auch noch ein bisschen überlänglich. Ich glaube, da geht fast 2,5 Stunden oder so. Weiß ich gerade nicht mehr genau. Tatsächlich hätte man da vielleicht drüber nachdenken können, ob man den siebten ein bisschen kürzt und dann doch in einem Film lässt. Gewagte Aussage. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so sagen kann. Ja, dann den siebten und ich kann ihn jetzt nicht mehr in die Top 3 tun. Scheiße. naja, tue ich ihn zu super Film, weil ich habe den damals auch. Das war der einzige Film, den ich damals im Kino sehen konnte. Ich bin jetzt 21 und als der rauskam, war 2011, glaube ich, und da war ich dann 11. Und ich konnte den dann nur sehen, weil ich mit meinen Eltern gegangen bin. Aber das war so der erste Film, den ich im Kino gesehen habe. Und der hat mich da auch sehr fasziniert. Einfach so vom. Das ist einfach ein geniales Finale. Und das ist einfach von der Story her, dieses große Finale. Das Ende mit Snape, was für eine Enthüllung quasi kam. Das ist natürlich für mich nur im Buch eine Enthüllung gewesen. Im Film wusste ich es natürlich schon. Ich habe immer übrigens die Bücher zuerst gelesen, nur für eure Information sozusagen. Und trotzdem ist es einfach auch im Film super da traurig dargestellt. Ich sitze da einfach jedes Mal und du kannst von Snape halten, was du willst. Er ist ein kolossales Arschloch, ja, aber es ist auch eine unfassbar traurige Geschichte. Ja, kann man, finde ich, nicht leugnen. Und deswegen ist einfach das Buch so gut, der Film so gut. Ich fand es leider nur beim siebten Film, also beim achten Film quasi, ein bisschen schade, dass der Endkampf zwischen Harry und Voldemort, den fand ich so beeindruckend im Buch, wie sie sich einfach gegenüberstehen und sämtliche Leute von Hogwarts stehen außen rum und keiner wagt es, nur einen Finger zu rühren und die, ja, kämpfen erstmal nur mit Worten und das fand ich irgendwie gut. Und ich fand es tatsächlich auch im Buch besser, dass Voldemort mit banaler Endgültigkeit, sowas formuliert, einfach umgefallen ist und dann einfach eine Leiche war, die abseits von den anderen irgendwo in eine Abstellkammer geschoben wurde oder so. Und ich fand das irgendwie albern. Warum löst er sich so dämlich in Luft auf? So, das ist irgendwie voll komisch. Fand ich nicht gut irgendwie. Irgendwie finde ich's besser, dass so dieser große Lord Voldemort, der sich so als der Beste aller Zauberer darstellt, dass der einfach wie jeder andere Mensch umfällt und dann einfach tot ist. Wie jeder andere auch. Und das fand ich eigentlich im Buch viel besser und deswegen finde ich es schade, dass das im Film so ganz anders gemacht wurde, auch ohne diese ewige Umdrehung, wie sie sich umgedreht haben, wie zwei Wölfe kurz vorm Zerfleischen oder so, wurde es im Buch formuliert, glaube ich. Und das fand ich einfach schade. Es ist irgendwie einfach zu kurz gekommen. Das ist schade. Sonst ist der achte Film einfach ein richtig guter. Es ist tatsächlich, ich kann es vom Harry Potter Marathon immer ein bisschen erzählen, so, dass ich dann doch während des sechsten oder auch schon erst während des siebten Films so ein bisschen das Gefühl kriege, ja, jetzt könnte es langsam zu Ende sein. Und mir denke, oh Gott, jetzt nach dem siebten Film kommt noch ein ganzer Achter. Aber während dem achten Film, also dem letzten, kommt dann doch immer wieder dieses Gefühl, bam, und dann geht's noch mal richtig zur Sache und das ist definitiv ein richtig guter Film und so ist es dann doch immer wieder, dass ich während des achten nie wieder das Gefühl habe, jetzt könnte dieser Marathon endlich mal zu Ende sein und am Ende sogar traurig bin, jetzt ist es schon zu Ende. Also es ist tatsächlich ein echt, echt guter Film und ich würde ihn vielleicht sogar in die Top 3 tun, wenn nicht diese anderen drei Filme noch mehr Anspruch auf die Top 3 hätten. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, das ist mein Ranking. Klar nochmal gesagt, die Bücher sind die Bücher und die Filme sind die Filme. Kannst du nicht miteinander vergleichen. Ich hätte es vielleicht auch in zwei Tabellen machen können. Ja, das ist mein Schlusswort. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr über Bücher sehen wollt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.